Christoph de Vries ist da CDU-Bundestagsabgeordneter. Das Jahr fing ja nicht so schön an, Herr de Vries, für Sie mit einer Beleidigung. Ne? Der grüne Kollege nannte Sie O-Ton ein rassistisches Arschloch. Ja, das ist natürlich eine persönliche Entgleisung und Diffamierung, die sich nicht gehört unter Demokraten. Und deswegen habe ich das auch in aller Form zurückgewiesen. Bei allen Meinungsverschiedenheiten, das ist kein Umgang. Und wir sind ja auch Vorbild für andere und das sollten wir auch darum zeigen. Das heißt, Sie haben das ausgeräumt, haben miteinander gesprochen? Nein, also ich hätte ja auch Anzeige erstatten können wegen Beleidigung, das wäre üblich gewesen. Ich finde, das sollten wir aber nicht tun unter Parlamentariern. Ich habe ihm die Gelegenheit gegeben, sich zu entschuldigen. Das hat er aber leider nicht getan. Wir müssen vielleicht den Hintergrund nochmal aufklären. Es ging um einen Tweet von Ihnen hinsichtlich der Silvester-Übergriffe auf die Einsatzkräfte. Und Sie haben ja gesagt, naja, Sie haben es ironisiert, den Sprech der Berliner Polizei. Im Grunde, wir müssen benennen, dass es ein migrantisches Problem ist. Ist es nicht benannt worden aus Ihrer Sicht? Nein, die Öffentlich-Rechtlichen haben lange rumgeschwurbelt, aber es hilft ja nichts. Die Tätergruppen sind für jeden sehbar gewesen und jeder, der mit offenen Augen hinschaut, sieht das. Und wir können Probleme nur lösen, wenn wir sie auch benennen. Und was ich merke, die Menschen sind diese Sprech- und Denkverbote leid. Und bei allen Unterschieden, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die politischen Gegner diffamieren, weil wir am Ende damit nur die Ränder stärken. Wir brauchen auch eine gute Diskussionskultur in Deutschland und daran sollen sich auch die Grünen halten. Was sagen Sie zu dem Argument an der Opposition, die ja sagt, na, das schürt so ein Tweet, schürt doch rassistische Ressentiments? Nein, das ist ja Unsinn. Wir reden ja von einer kleinen Gruppe. Und ich habe in der letzten Woche so viel Feedback von Migrantengruppen bekommen. Ich war persönlich da abends, die gesagt haben, unser Staat muss wirklich auch hart durchgreifen gegen die. Die beschmutzen unseren Ruf und die sehen das auch alle so wie ich. Was sind die Projekte in diesem Jahr? Was steht an politisch bei Ihnen? Naja, ich bin Innenpolitiker. Es wird wieder um die Fragen der Sicherheit gehen, der inneren, der äußeren Sicherheit. Wir haben die Bedrohungslage durch Russland, Desinformation, Spionage. Wir haben gerade den großen Skandal erlebt. Ich sitze ja auch in dem Gremium, was die Geheimdienste kontrolliert. Und die Migrationsfrage, glaube ich, wird auch auf unser Land zukommen. Und da müssen wir eigentlich Kurs halten. Haben Sie viel zu tun? Persönlicher Vorsatz für 2023? Mein Vorsatz ist immer, pfleglich und gut miteinander umzugehen bei allen Meinungsverschiedenheiten.